Hallo ihr Lieben, heute stricken wir zusammen diese mehrfarbigen Handschuhe. Ich habe in dem Video Kapitel markiert, damit ihr alle wichtigen Stellen einfach wiederfindet. Ihr braucht dafür Garn in drei Farben, pro Handschuh jeweils 10 Gramm von der ersten und der dritten Farbe sowie 15 Gramm von der zweiten Farbe. Mein Garn ist für eine Nadelstärke 3,5 gemacht. Meine Maschenprobe habe ich euch unten in die Infobox geschrieben. Die Lauflänge des Garns beträgt 135 Meter. Ich stricke mit einer kleinen Rundnadel in der Stärke 3, da ich sehr locker stricke. Wenn du eher fest strickst, nimm vielleicht eine 3,5 oder sogar eine 4. Das musst du einfach anhand deiner Maschenprobe überprüfen oder ausprobieren. Meine Nadel ist inklusive Seil und Spitzen 25 cm lang. Du kannst die Handschuhe auch auf einem Nadelspiel stricken. Ich benutze das Nadelspiel für die Spitze und den Daumen. Dann brauchst du einen Maschenmarkierer für den runden Anfang. Ich benutze außerdem 7 Markierer, um mir die Daumenzunahmen zu markieren. Und wenn du willst, kannst du dir noch mit 2 Markierern den Daumenkeil markieren. Du benötigst 2 Sicherheitsnadeln zum Stilllegen der Daumenmaschen. Dann brauchst du noch eine Schere und eine Nadel zum Vernähen. So, dann legen wir mal los. Ich schlage mit meiner ersten Farbe 48 Maschen mit dem Kreuzanschlag an. Meine Fäustlinge passen für einen Handumfang von 20 cm. Wenn du größere Hände hast, empfehle ich 52 oder gar 56 Maschen anzuschlagen. Für kleinere Hände eher 44 oder 40 Maschen. Hauptsache, du nimmst ein Vielfaches von 4. Ich stricke 18 Runden lang, 2 rechts, 2 links. Jetzt stricke ich in Runde 19 alle Maschen rechts ab, bis ich zu den letzten 2 linken Maschen komme. Diese stricke ich beide rechts zusammen. Ich habe jetzt 47 Maschen auf der Nadel. Jetzt stricke ich noch eine Runde alle Maschen rechts ab. Nun nehme ich die zweite Farbe hinzu und beginne mit dem Muster. Beide Farben werden immer abwechselnd gestrickt. Durch die ungerade Maschenzahl verschiebt sich das Muster automatisch. Das heißt, hier am runden Übergang musst du nichts weiter beachten, sondern kannst einfach weiter stricken. Ich stricke das Muster über 15 Runden. Jetzt beginne ich mit den Zunahmen für den Daumen. Dafür schneide ich zuerst mal den Faden von der ersten Farbe ab. Ich stricke jetzt nur noch mit der zweiten Farbe. Ich stricke 2 Maschen rechts. Dann setze ich den Maschenmarkierer für den Daumenkeil. Jetzt kommt eine links geneigte Zunahme aus dem Querfaden. Achte dabei darauf, den Querfaden in der Farbe zu nehmen, mit der du auch strickst. Dann eine Masche rechts stricken. Und jetzt noch eine Zunahme aus dem Querfaden. Dieses Mal ist es eine rechts geneigte Zunahme.
Jetzt setze ich wieder den Maschenmarkierer und stricke bis zum runden Ende alle Maschen rechts. Es folgt jetzt eine Runde ohne Zunahmen. Ab hier stricke ich immer abwechselnd eine Zunahmerunde mit den zwei Zunahmen nach und vor dem Maschenmarkierer und eine Runde ohne Zunahmen. Und das Ganze jeweils 7 Mal. Ich markiere mir am Daumen die Zunahme der Vorrunde. Wenn ich all meine Markierer aufgebraucht habe, bin ich mit den Zunahmen fertig. Der Daumenkeil besteht jetzt aus 15 Maschen. Die legen wir jetzt still. Ich stricke dafür bis eine Masche vor dem Maschenmarkierer. Ich hebe eine Masche ab und lege den Markierer weg. Dann lege ich die 15 Maschen auf meinen 2 Sicherheitsnadeln still. Jetzt lege ich auch den zweiten Markierer weg. Die abgehobene Masche kommt nun zurück auf die linke Nadel. Die nächsten 2 Maschen stricke ich jetzt rechts zusammen. Und nun alle Maschen bis zum runden Ende einfach rechts stricken. Ich habe jetzt 45 Maschen auf der Nadel. Jetzt nehme ich die dritte Farbe hinzu. Ich stricke wieder 15 Runden, immer die 2 Farben abwechselnd. Ihr könnt jetzt auch gut austesten, ob euch der Handschuh passt, indem ihr ihn anprobiert und gegebenenfalls ein paar Runden mehr oder weniger strickt. Ich schneide jetzt den Faden der zweiten Farbe ab und stricke nur noch in der dritten Farbe. 15 Runden lang, alle Maschen rechts. Ich starte jetzt mit den Abnahmen der Spitze. Ich wechsle dafür auf das Nadelspiel. Zunächst kommt eine Vorbereitungsrunde. Das heißt, in der 16. Runde stricke ich jetzt alle Maschen rechts, allerdings stricke ich die letzten 2 Maschen rechts zusammen. Ich habe jetzt 44 Maschen auf der Nadel. Jetzt folgen die regulären Abnahmen. In der ersten Abnahmerunde stricke ich immer die dritte und vierte Masche rechts zusammen. Dann folgen 2 Runden ohne Abnahmen. In der zweiten Abnahmerunde stricke ich immer die zweite und dritte Masche rechts zusammen.
Es folgen wieder 2 Runden ohne Abnahmen. Und in der dritten Abnahmerunde stricke ich immer 2 Maschen rechts zusammen. Jetzt folgt nur noch eine Runde ohne Abnahmen. Ich habe jetzt noch 11 Maschen auf der Nadel. Ich schneide den Faden ab und fädle ihn mit der Nähnadel durch die verbleibenden Maschen. Zusammenziehen und fertig ist die Spitze. Jetzt kommt noch der Daumen. Ich nehme die 15 Maschen von den Sicherheitsnadeln auf das Nadelspiel. Die 15 Maschen stricke ich dann mit einem neuen Faden rechts ab. Am runden Übergang nehme ich 3 Maschen aus dem Handschuh auf. Ich habe jetzt 18 Maschen auf der Nadel. Die stricke ich jetzt über 18 Runden alle einfach rechts ab. Am besten du ziehst den Handschuh zwischendurch an und testest, ob der Daumen passt. Es sollte am Ende nur noch die oberste Spitze vom Daumen herausgucken. Dann stricke ich immer 2 Maschen rechts zusammen. Ich habe jetzt noch 9 Maschen auf der Nadel. Dann schneide ich den Faden ab und ziehe ihn durch die verbleibenden Maschen. Zusammenziehen und fertig. Wie du die Fäden vernähen kannst, zeige ich dir in einem anderen Video. Das verlinke ich dir gleich am Ende. Jetzt dasselbe nochmal für die andere Hand und du hast ein schönes Paar Handschuhe. Wenn du Fragen hast, schreibe einfach einen Kommentar und ich helfe gerne. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Stricken und Tragen deiner Handschuhe. Bis zum nächsten Mal.